Hey ho, zurück aus der Heimat. Domination Tipps. Ich melde mich zurück mit schlechterem Internet von zu Hause. Weltkriegszeit. Diesmal haben wir aber besondere Weltkriegskonditionen, wie ich gesehen habe. Ich schau mal nach, ob ich mich nicht geirrt habe. Und zwar, boah, schaut euch mal die Kriegsbeute an. Weiß ich gar nicht. Ist dazu was bei uns im Postfach gekommen? Nee, Inventar nicht. Als Herrscher Menelik, Italiener in der Schlacht von Aduna, Äthiopien, einziger verteidigt seine Heimat durch Verbesserung der Garnisonballisten. Rabatt nur für kurze Zeit. Okay, also ich sehe jetzt nichts davon, dass die Weltkriegsbeute gestiegen ist. Allerdings sehen wir hier bei jedem Gegner 852, 852, 870.000. Also massivst Beute. Das müsste sogar genau 200%, also das Doppelte von der normalen Beute sein. Ist natürlich erfreulich jetzt für den aktuellen Weltkrieg. Wir haben Weltkrieg gegen eine chinesische Allianz. Weiß ich gar nicht. Vielleicht haben wir auch schon mal gegen die gespielt. Vielleicht sind die gar nicht chinesisch. Sieht für mich aus wie chinesisch. Mein Ziel ist demnach die feindliche 2. Wir haben auch niedrigere Spieler aufgefordert oder angefragt, dass es Sinn macht, sich höhere Spieler vorzuknöpfen, um quasi für stärkere WKs, also für Weltkriege, wo sie tatsächlich solche Gegner durch stärkere Feindallianzen dann auch im Realfall angreifen müssen, das lieber jetzt zu trainieren. Denn wenn jetzt ein Angriff schief geht, können wir locker noch hinterherwischen. Sofern haben wir auch zum Beispiel auch schon gesehen, unsere 10 hat die feindliche 1 genommen. Meine 2 ist noch offen, dementsprechend werde ich jetzt einfach auf meine 2 angreifen. Wir können ja kurz mal scouten. Level 159. Also der Typ ist auf jeden Fall, er ist genauso hoch wie ich, Level 159, hat auch denselben Ausbaustatus, fast denselben. Industriezeitalter Max, wir sehen hier ein paar Türme, die noch nicht gemaxt sind, ansonsten ist alles Industriezeitalter Max. Dementsprechend Level 170, um 170er Spieler etwa, der auch seine Straßen nicht gelevelt hat. Wir haben einen ganz guten Status an Rodung. Die Gebäude sind jetzt nicht allzu weit entfernt, aber der Basisbau ist sehr eigenwillig, muss ich sagen. Man kommt halt leicht ans Stadtzentrum ran und man hat viele, viele Felder, wo sehr eng an eng gebaut wurde und dementsprechend keine Verteidigungsgebäude liegen können. Ich hatte gedacht, ich könnte über die Burg reingehen, da mir aber der Sniper Tower auf den Sack geht und ich nicht möchte, dass meine Heilkarren vorzeitig absterben. Absterben hört sich an wie so eine Tumorzelle. Werde ich, glaube ich, von hier vorne aus starten, wovon meine Truppen dann direkt durch die Wand brechen können. So ein bisschen weiter oberhalb, dass der Kanonenturm hier nicht direkt meine Artillerie rausnimmt. Dann werde ich, wenn hier Märkte vielleicht rausgenommen sind, also wenn ich hier diese 4 Gebäude rausgenommen habe, vielleicht auch den Sniper Tower, muss ich schauen, wie meine Truppen laufen, werde ich hier rein versammeln. Mein erster Sabotagepunkt wird dann hier vorne auf dem Mauereck sein. Klar, ich könnte natürlich auch einfach hier vorne sabotieren, aber ich möchte ja auch mir angewöhnen, und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Tipp für alle zukünftigen Angriffe, schaut euch besonders elementare Punkte aus, wo ihr möglichst viele Gebäude treffen könnt. Da müsst ihr dann natürlich präzise tippen, damit ihr nachher nicht nur 2 Gebäude kriegt, die ihr gar nicht wolltet. Beispiel, ich sabotiere nachher Mörser und Bunker, aber das Stadtzentrum ist nicht sabotiert. Mein Ziel ist es natürlich, alle diese Gebäude zu treffen, aber man kann natürlich auch sagen, ich versuche nur unmittelbar störende Gebäude zu treffen. Dann könnte man einfach sagen, ich tippe hier auf die Mauer, hab den Mörser und das Stadtzentrum, scheiß auf den Bunker. Aber wie gesagt, wenn man trainieren möchte, möglichst viele Gebäude simultan zu treffen, kann ich hier auch genau das Mauerstück anvisieren und danach sogar 4 Gebäude simultan sabotieren. Und das hilft einem natürlich für spätere Angriffe, wenn man dann mal tatsächlich darauf angewiesen ist, all das auszuschalten. Je nach späterem Angriffsverlauf habe ich dann noch hier einen sehr guten Sabotagepunkt, ebenso hier. Muss ich dementsprechend schauen. Wenn ich das zum Beispiel mit Flugzeugen rausnehmen wollen würde, würde sich hier anbieten, um einen Turm und eine Flugabwehr auszuschalten. Dann habe ich auch noch hier einen sehr guten Sabotagepunkt und im späteren Spielverlauf hier, wie gesagt, abhängig davon, wie meine Truppen laufen. Ich werde also definitiv auf der Botschaftsseite hier oben starten. Kriegskoalition haben wir weder beim Feind noch bei mir aktiv. So, truppentechnisch sieht es auch sehr gut aus. Ich habe noch die 5 Extra-Truppen. Aus dem Kamelstall-Event, die habe ich jetzt mal einfach in Blackwatch genutzt, hätte ich auch andere Truppen mit ausbilden können. Doppelcheck ist die feindliche 2. Genießt den Angriff.
What the fuck? Nicht nur die Kriegsbeute wurde erhöht, ich habe gerade 216.000 Direktbeute beim Gegner bekommen. Alter Schwede, also es scheint wohl alle Beute erhöht worden zu sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das für einen Multiplayer, ob das auch für einen Multiplayer gilt oder nur für den Weltkrieg. Zum Angriff selbst muss ich sagen, übelst flüssig gelaufen, relativ wie erwartet, würde ich sagen. Das war, glaube ich, bis jetzt der Angriff, bei dem ich, also tatsächlich ein Weltkriegsangriff auf einen gleich starken Gegner in dem Sinne, ich habe auch Blitzkrieg leider jetzt gar nicht benutzt, merke ich gerade, einen Weltkriegsangriff auf einen Gegner, der im gleichen Zeitalter ist, sprich ich bin Industriezeitalter Max, er ist Industriezeitalter Max, nahezu gut, ein paar Türmchen haben gefehlt, bei dem ich tatsächlich nur Blackwatch verloren habe. 17 Stück, ich kann jetzt sofort einen Multiplayer-Angriff machen, dem General ist nichts passiert, keine einzige meiner Artillerie ist was passiert, das hatte ich ja noch nie. Ich bin eigentlich der, wie ihr wisst, der Meister im Artillerie verlieren. Meine Söldner, die haben das, überleben das Gefecht ja nie, selbst ob sie jetzt überleben oder ob sie sterben. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Kampf. Ja, ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Ich werde den Multiplayer ein bisschen ausprobieren, ob das da auch mit der Beute erhöht ist. Wir sehen uns bald wieder. Domination-Tipps.